Die Diözesanbibliothek wurde 1917 in den Wohnungen, die in der Karmeliterkirche eingerichtet worden waren, untergebracht. Das heißt, es gab keinen Lesesaal, es war lediglich ein Tisch vorhanden, den musste man sich anmelden. 1996 wurde dann ein Lesesaal und die EDV eingerichtet. Die Diözesanbibliothek hat von Anfang an Andachtsbildchen gesammelt und es werden auch heute noch die eingehenden Gesangbücher auf diese Andachtsbildchen hin untersucht. Im Moment sind wir bei etwa 80.000 Bildchen. Im Rituale wird die Feier der Taufe, der Eheschließung, der Beerdigung, Krankensalbung geregelt. Rituale haben sich im 19. Jahrhundert auch in der Diözese Rottenburg noch sehr lange als Rituale Constantiense gehalten. In den Zeitschriften, die in der Diözesanbibliothek ausgestellt und gesammelt werden, werden praktische Themen der Theologie, aber auch der Philosophie angesprochen und werden in Zeitschriften Lesesaal präsentiert. Sie sehen hier ein Missale aus dem 18. Jahrhundert. So ein Missale war sehr teuer. Und dann sieht man eben, dass diese Seiten besonders oft gebraucht wurden, denn in jeder heiligen Messe wird dieser Kanon gebetet. Die Seite muss jeweils bewegt werden und umgeschlagen werden. Deswegen sind an dieser Stelle besonders große Gebrauchsspuren. Hier sind wir im Magazin angekommen, das normalerweise für den Besucherverkehr gesperrt ist. Dort werden die Bücher geholt, ausgehoben und dann in den Lesesaal gebracht, damit sie eingesehen werden können. Sie können sich vorstellen, dass diese Bücher, die Sie hier sehen, nur im Lesesaal verwendet werden dürfen. Denn alle Bücher vor 1850 werden nicht in den normalen Leihverkehr gegeben. Dieses Antiphonale ist geschrieben worden von Michael Haydn, dem Bruder von Josef Haydn. Aufgeschlagen ist hier das Fest des heiligen Martinus. Michael Haydn hat hier die Bassstimme und die Akkorde dazu geschrieben.